Moin, wir sehen uns heute zusammenhängende Aufgaben im Bereich Geometrie an. Solche könnten auch in ähnlicher Form in der Abschlussprüfung der 10. Klasse vorkommen. Und damit mal direkt zu Aufgabe 1. In der Tabelle siehst du drei Modelle von Körpern. Über der Tabelle stehen Terme für Oberflächeninhalte und Volumen. Vervollständige die Tabelle, ordne dabei die Terme passend zu und ergänze fehlende Terme. Ja, viele Aufgaben in einem. Ja, wir sollen jetzt hier vervollständigen. Wir sollen ordnen. Hoppala, ein bisschen viel. Und auch noch ergänzen. Wir machen natürlich das Einfachste zuerst. Und das sind die Namen der Körper. Da ist nichts angegeben. Die schreiben wir einfach mal hin. Das erste ist selbstverständlich ein Zylinder. Wenn auch ein sehr breiter Zylinder. Danach kommt ein Quader. Wenn auch ein sehr breiter Quader. Und dann haben wir, ein bisschen schwieriger, aber so hoffe ich mal gut zu erkennen. Ja. Wir haben hier einen Körper, bei dem die Grund- und die Deckfläche kongruent sind. Und es sind keine Kreise, sonst wäre es ja ein Zylinder. Das ist ein Prisma. Und in dem Fall sind Grund- und Deckfläche Dreiecke und daher ist noch schöner als Prisma, aber Prisma würde bestimmt reichen. Ein Dreiecksprisma. Hat man auch manchmal in der Optik, kann man dann Licht durchjagen und hat dann schöne Regenbögen. Gut, jetzt geht es zu den Termen. Und das sieht gar nicht so einfach aus, denn wir haben hier ewig lange Zahlenterme, wie das aussieht. Und müssen jetzt also zuordnen, ja, was ist davon was? Und daher schauen wir erstmal die vier Kästen oben scharf an. Und was mir hier sofort auffällt, ist natürlich das Pi. Ja, wenn Pi in einer Formel vorkommt, dann muss es irgendwas mit einem Kreis zu tun haben. Und bei dieser Aufgabe kann das also nur der Zylinder sein. Und hören wir mal, ein Drittel Pi mal 3 Quadrat mal 1,1. Woran erinnert uns das? Na klar, ein Drittel, das ist natürlich die Volumenformel. Ein Drittel Pi mal a Quadrat mal h. Ein Drittel Pi mal 3 Quadrat, das ist also der Radius, das ist die Höhe, mal 1,1. Ja, jetzt kennen wir Radius und Höhe, dann können wir auch direkt die Oberfläche aufschreiben. Die Oberfläche ist ja erstmal zwei Kreise, 2 mal Pi mal r Quadrat, 3 Quadrat, plus, und jetzt die Mantelfläche, das ist ein Rechteck und das Rechteck hat erstmal die Höhe 1,1 und die Breite vom Rechteck ist der Umfang vom Kreis, einmal rundherum. Und der Umfang von einem Kreis ist 2 mal Pi mal r, das war hier 3, mal 2 mal Pi mal r. Ach nee, reicht schon, 2 mal Pi mal r. Muss ja nicht noch mehr sein, ist ja auch irgendwo genug. So, weiter geht's. Jetzt haben wir noch drei Formeln und vier Kästchen. Was gehört denn hier zusammen? Und da sehen wir, hier ist eine 4 und eine 6, eine 4, eine 6, 6, 4. Und 4 und 6 kommen in der anderen hier gar nicht vor. Das heißt, diese beiden Kästen hier mit den 4 und 6 gehören zusammen. Ja, und da sehe ich noch eine halb drin, hier eine halb. Das heißt, da können wir gleich mal drauf achten. Ja, ein halb bedeutet ja, dass es nicht um den Quader geht. Denn in der Quaderformel, da gibt es kein Halb, ne? A mal B mal C und so weiter. Also von daher, das ist Quatsch, das kann es nicht sein. Damit ist das das Dreiecksprisma und damit wissen wir auch direkt, dass das rechtwinklig ist. Ich habe ja gerade gesagt, Volumen ist zum Beispiel A mal B mal C. Und hier sehen wir, das Dreiecksprisma ist quasi ein halber Quader. Damit ist das Volumen ein halb A mal B mal C. Oder wie es hier steht, ein halb 3 mal 4 mal 6. Und dann ist das halt A, B, C. Und dann kann ich das jetzt auch hier mal hinschreiben. Das ist also A mal C plus, naja, und so weiter. Machen wir jetzt vielleicht doch nicht, das wird ein bisschen aufwendig. Das ist ja dann offensichtlich die Oberfläche. Mache ich mal ein Sternchen dran. So, Sternchen, das soll das sein. Woraus besteht nämlich die Oberfläche? Ja, wenn wir das mal genau angucken. So, mache ich mal weg. Die Oberfläche, wir haben zwei Dreiecke, da, das wird das hier sein, 2 mal 1 halb mal 3 mal 4.
Und dann haben wir eine Vorderseite, eine Rückseite und eine Unterseite. Und wir haben hier, hier, hier jeweils eine Fläche, das passt. Ne? Ich muss es übrigens auch nicht abschreiben, deswegen habe ich das gerade mit dem Sternchen gemacht. Die Aufgabe war ja, ordne zu, und das kann ich auch mit Symbolen. Ihr dürftet auch einfach so eine Linie machen, würde ich aber nicht empfehlen, das wird sonst irgendwann zu unübersichtlich und vielleicht wollt ihr auch nochmal was korrigieren. Also von daher ist es so schon netter. Gut, das haben wir. Dann als nächstes haben wir jetzt noch den Quader. Die Formel, die da steht, ist 2 mal 3 plus 2 mal 7 plus 3 mal 7. Und das erkennen wir natürlich sofort als Oberfläche. Das ist ja 2 mal AB, BC, CA. Kann ich also einfach reinnehmen. 2 mal 3 plus 2 mal 7 plus 3 mal 7. Und damit weiß ich auch direkt, das ist A, B, A, C und BC. Das passt also. Und das Volumen ist natürlich einfach nur A mal B mal C. Das sind 2 mal 3 mal 7 in diesem Fall. Ein bisschen aufwendig, klar, von der Zeit her, aber jetzt nicht schwierig in sich. Mal sehen, wie Aufgabe 2 dagegen ist. Zeichne die Raumdiagonale des Würfels ein und berechne ihre Länge. Ja, das ist doch wahrscheinlich entspannt. Machen wir mal rot. Die Raumdiagonale von Ecke zu gegenüberliegender Ecke geht so. Ich könnte sie natürlich auch so einzeichnen. Aber ihr seht schon, das ist deutlich schwerer zu sehen, ja, durch die anderen Linien. Von daher ist es so schon clever. Und die Formel für die Raumdiagonale, wenn man die kann, ist man klar im Vorteil. D² ist A² plus B² plus C². Satz des Pythagoras, nur eben im Raum. Wir gehen aber mal davon aus, wir wissen sie nicht. Dann können wir die auch ganz leicht herleiten. Wir haben ja ein rechtwinkliges Dreieck, wie immer. Und zwar zum Beispiel, das ist sehr hübsch. Ja? Und wir wissen sofort, das ist 5, weil beim Würfel sind alle Seiten gleich lang. Hier unten, das wissen wir noch nicht. Aber offensichtlich ist das ja auch ein rechtwinkliges Dreieck. Und dann sehen wir, als kleine Hilfe, ja, das ist 5, das ist 5. Dann ist die Hypotenuse, die längste Seite, Wurzel aus 25 plus 25. Das ist Wurzel aus 50. Lasse ich auch so stehen, nicht runden. Also könnte ich, aber wenn ich es nicht runde, bleibt es schöner. Wurzel 50, gut. Und dann kann ich jetzt natürlich d berechnen, denn d² ist 5 Quadrat plus Wurzel 50 zum Quadrat. Wurzel und Quadrat hebt sich auf, das ist also 25 plus 50. Ja, und dann natürlich die Wurzel ziehen, damit ist d die Wurzel aus 75. Einheit nicht vergessen, hier steht Längeneinheiten. Dann nehmen wir auch Längeneinheiten. Ja, Längeneinheiten, nichts Dramatisches, heißt einfach nur, dass es hier nicht Zentimeter sind. Es könnten auch Fuß sein oder was auch immer man sich gerne vorstellt. Wenn wir jetzt eine Fläche hätten, dann würden wir Flächeneinheiten schreiben und bei Volumen Volumeneinheiten. Wir könnten aber auch Längeneinheiten zum Quadrat oder hoch 3 nehmen, wie man möchte. Aber hier ist es eine einfache Länge. Mit der Formel wäre es natürlich schneller gegangen, ja. 5, hoppala, hier oben eingesetzt, hätten wir 5 zum Quadrat, 5 zum Quadrat, 5 Quadrat, 25 mal 3 ist 75, direkt fertig. Darf man verwenden, wenn man die kennt, ihr könnt es aber auch jedes Mal ausrechnen, das ist jetzt nicht schlimm und gibt natürlich auch die entsprechenden Punkte. Gut, dann sind wir bei Aufgabe 3a. Ein Bowlingfabrikant stellt Kegel her. Ihre Grundflächen haben einen Durchmesser von 8,5 Längeneinheiten. Das mache ich mir mal direkt rein. Aber nie den Durchmesser nehmen. Durchmesser ist eine ganz hässliche Größe. Nur den Radius, das ist davon die Hälfte, also 4,25. Und sie sind 12 Längeneinheiten hoch. Gut. 12. Berechne das Volumen eines Kegels. Gut, Standardaufgabe, das geschenkt, ne? Volumen ist ein Drittel Pi mal R Quadrat mal H. Jetzt gebe ich einen Taschenrechner ein, runde das, bin ich fertig. Ein Drittel mal Pi,
Ich darf natürlich nichts vergessen. Ne? Mal 4,25 zum Quadrat mal 12. Und da komme ich auf rund 226,98, also 227 Längeneinheiten hoch 3. Ich nehme mal diese Schreibweise. Okay, berechnet. Berechne, Antwortsatz ist schön. Könnt ihr noch hinschreiben. Na, das könnt ihr hinschreiben. Ihr habt es ja verstanden. Ich mache lieber Aufgabe 3b. Der stehende Kegel wird mit Kleber und Glitzer besprüht. Halber Zungenbrecher hier. Bestimme die bedeckte Fläche. Ja, wenn ich das also so von oben drauf sprühe, ja, dann wird offensichtlich die Grundfläche verschont. Es geht nicht um den Kreis, sondern nur um den Mantel. Schauen wir uns das mal an. Die Oberfläche ist das. Pi mal r Quadrat ist der Kreis. Ja, und wenn das der Kreis ist, dann ist Pi mal r mal s natürlich der Mantel. Steht aber nicht direkt in der Formelsammlung, muss man also tatsächlich an der Stelle wissen. Gut, ja, dann haben wir unsere Formel. Das heißt, die Oberfläche, die gesucht ist Pi mal r mal s. Und ganz so leicht ist es natürlich nicht. Wir müssen jetzt in der Nebenrechnung mal noch s ausrechnen. Das s, aber man sieht schon an der Skizze das schöne Dreieck, Satz des Pythagoras, ja, 12, 4,25. Also können wir direkt eingeben. S ist Wurzel aus 12 Quadrat plus 4,25 zum Quadrat. So, schauen wir mal, was das wird. 12 Quadrat plus 4,25 zum Quadrat. Und das ist rund 12,73 Zentimeter. Nee, es sind ja hier Längeneinheiten. So, ist das realistisch? Nochmal schauen, ein bisschen länger als die Höhe. Die Höhe ist 12, ist ein bisschen länger, kann sehr gut sein. Das ist also rund Pi mal Radius 4,25 mal S 12,73. Und damit ist die Fläche rund. Ich habe den Wert 12,73 noch im Taschenrechner, mal 4,25 mal Sondertaste Pi. 169,97, also sehr schön, 170. Jetzt Längeneinheiten zum Quadrat, aber kann man auch schreiben Flächeneinheiten. Einfach, dass man es mal gesehen hat. Okay, bestimme. Ich habe es jetzt berechnet. Darf ich das? Darf er das? Also bei Bestimme darf ich selbstverständlich auch rechnen. Das heißt aber, wenn ihr auf eine andere sehr gute Methode auf 170 kommt, ist das auch in Ordnung. Ja, wenn euch was einfällt, warum nicht? Sehr gerne. Weiter geht's mit Aufgabe C. Die Bowlingkugel hat das gleiche Volumen wie der Kegel. Anja behauptet, dann hat die Kugel einen Radius von etwa 3,78 Längeneinheiten. Weise nach, dass Anja recht hat. Ja, wir sollen es nachweisen. Das heißt, es ist auf jeden Fall richtig. Wir können auf zwei Arten vorgehen. Entweder wir nehmen diesen Radius, berechnen das Volumen der Kugel und das muss ja dann so groß sein wie vom Kegel. Das heißt, wenn ich das mache, dann soll 227 rauskommen. Das ist die leichte Variante. Demnach nehme ich jetzt natürlich die andere, um sie mal zu zeigen. Wir nehmen uns diese 227, setzen das in die Volumenformel der Kugel ein und berechnen den Radius. Und dann schauen wir, ob wir auf 3,78 kommen. Ist aber auch nicht schlimm. Das heißt einfach 227 ist gleich. Und Volumen der Kugel haben wir auf dem Formelblatt gegeben. Da 4 Drittel Pi mal Aqua. Nee, nicht r Quadrat, r hoch 3. So. Und jetzt stellen wir es einfach um nach dem Radius. Also zuerst mal 3 Viertel. Bruchstrich 227 mal 3 geteilt durch 4. Dann als nächstes geteilt durch Pi. Ne? Pi kommt mit nach unten. Ja, und dann noch die dritte Wurzel. Also ich habe jetzt alles auf einmal gemacht. Macht gern 3 Zwischenschritte, wenn euch das hilft. Ja. Hauptsache, es ist am Ende richtig.
Gut, in einem Schritt sieht das also so aus. Das ist die dritte Wurzel aus dem ganzen Kram. Gebe ich einen Taschenrechner ein. Entweder Sonderzeichen dritte Wurzel oder Entewurzel mit n gleich 3. Bruchstrich unter die Wurzel 227 mal 3 durch 4pi. Und das ist rund 3,78. Ja, wer hätte das gedacht? Das hätte ich so einfach so hinschreiben können. Wir wussten ja schon, dass das rauskommt. Weise nach. Ja, das passt. Gut, haben wir wunderbar nachgewiesen, finde ich. Reicht hier auch. Auf zur nächsten Aufgabe. Die Kugeln werden in einem zylinderförmigen Zylinder verpackt, der einen Durchmesser von 8 Längeneinheiten und eine Höhe von 17 Längeneinheiten hat. Bestimme mit Hilfe einer maßstabsorientierten Zeichnung, wie viele Kugeln in die Verpackung passen. So, erstmal eine kleine Skizze. Was wollen die von uns? Wir haben irgendwie so einen Zylinder, der ist ja deutlich höher, als er breit ist. Irgendwie so. Ja, also wir haben hier Radius von 4 und eine Höhe von 17. Und da kommen jetzt Kugeln rein. Die Kugeln, was wissen wir über die? Die Kugeln haben einen Radius von 3,78. Das heißt, das ist ja fast 4. Und damit haben die einen Durchmesser von ja, fast 8 mal 8. Ne? Das heißt, eine Kugel ist so. Und die nächste, also wenn ich sie exakt drauf balanciere, ist sie dann ungefähr so. Die könnte natürlich auch so ein bisschen abrutschen zur Seite dann so. Gut, wir brauchen eine schöne Zeichnung, maßstabsorientiert, das heißt, könnten wir 1 zu 1 machen, also 1 zu 1, eine Längeneinheit, 1 cm, nehmt ihr euch einfach ein neues Blatt. Oder wir sagen sowas wie 1 zu 4, könnt ihr euch aussuchen. Bei mir ist es jetzt sowieso nicht ganz richtig, weil ich das ja hier digital mache. So, ich tue jetzt mal so, als hätte ich das super gezeichnet, 1 zu 1 natürlich, das heißt, das hier sind bei mir jetzt 8 cm. Das sind 17 cm und demnach die erste Kugel 3,78. Da schaue ich mal an, das sind mal 2. Das sind 7,56. Das heißt, ich habe jetzt, na, ich versuche es mal immerhin rund zu machen. So, aber es ist ein bisschen kleiner. So, ne, das ist ein bisschen kleiner als das Ding. Passt sehr schön rein. Das ist die erste Kugel. Und wenn ich das jetzt noch verdoppeln könnte, kopieren kann ich es, aber ich glaube, ich kann es nicht ein. Na doch, geht. Naja, wir sehen, ist jetzt meine Zeichnung nicht, naja, nicht ganz so gut. Ihr macht das dann entsprechend, aber bei einer Höhe von 17 kann ich das hier noch länger ziehen. Naja, doch so, ne? Also so ist es wahrscheinlich dann realistischer. Man hat nach oben natürlich noch mal Platz, aber nicht so viel, dass noch eine dritte Kugel reinpasst. Also so könnte das bei euch aussehen. Umso genauer ihr das macht, umso schöner. Ihr dürft natürlich auch beide mittig anordnen. Vielleicht sind die zusammengeklebt oder so, das weiß ja keiner. Oder sie sind perfekt ausbalanciert. Also Antwort natürlich noch, ist hier eine Sachaufgabe. Bestimme, wie viele Kugeln passen. Es passen 2 rein. Ich habe noch ein bisschen Platz, aber die dritte natürlich dann nicht mehr. Okay, schön finde ich. Dann sind wir schon am Schluss? Ja, noch nicht ganz. 3e. Fertige von der Verpackung ein Netz im Maßstab 1 zu 3 an. Kann ich jetzt wieder nicht viel mithelfen, das wirklich schön zu machen. Aber was ist der Gedanke? Wir sehen ja hier die Verpackung. Ich habe ja schon eine Skizze gemacht. Die kann ich jetzt einfach nochmal nutzen, also als Skizze. Ja, wir haben einmal die Höhe, wir haben schon den Radius. Was wir noch brauchen, ist der Umfang. Der Umfang ist 2 mal Pi mal R. Pi und 2 mal R ist, ne, 4 mal 2 ist 8, also 8 Pi. Und das sind rund 25,13 Längeneinheiten. Ja, das ist einmal diese Linie. So, einmal hier, einmal rundherum. Und wozu brauche ich das? Naja, für mein Rechteck. Also, wenn ich das jetzt entsprechend, naja, einigermaßen mache, wie sieht das Ganze aus?
Zylinder sieht ja immer gleich aus. Es wird also ein großes Rechteck und dann habe ich da halt zwei Kreise. Hoppala, die Kreise müssen den genau berühren. Kann ich aber leicht machen, indem ich einfach den Radius, ja, einmal so abmesse, Zirkel und dann geht das schon. Ja, der Kreis war ein bisschen besser. Ja, und da muss ich drauf achten, ja, das hier sind 25,13 cm. Könnt natürlich sagen, ist mir viel zu groß. Dann nehmt ihr vielleicht, ach nee, wir sollen ja sowieso Maßstab 1 zu 3 machen. Das heißt, wir würden das durch 3 teilen. Durch 3 habe ich 8,37, also ungefähr 8,4 cm. Da mache ich die Linie eben 8,4 cm lang. Dann die Höhe 17. Das entspricht gezeichnet 17 durch 3. Bin ich bei 5,6 cm, die ich hier zeichne. Und dann haben wir, ja, damit haben wir es ja im Prinzip, dann brauchen wir nur noch den Radius. Der Radius war 4. Ja, und 4 durch 3 ist 4 Drittel, also 1,33 cm entspricht, ne, die 4 hier. Gut, ja, und dann macht ihr das entsprechend rein und kriegt die 5 Punkte. Letzte Aufgabe. Die Bowlingfirma sucht nach einer neuen Verpackung für Yum Yum, das neue Bowlinggetränk, wobei es sich eigentlich nur um Wasser mit Geschmack handelt. Zu verpacken ist eine Menge von einem Liter. Also ein Liter, das ist ein Kubikdezimeter oder, wenn man auch will, 1000 Kubikzentimeter. Sollte man auswendig wissen, stellt euch eine zerknietschte oder Milchpackung vor, ja, dann ist die ungefähr 10 mal 10 mal 10 cm, ist ein Liter drin, passt. So, Dirk behauptet, wenn wir eine Verpackung für genau einen Liter suchen, spart eine pyramidenförmige Verpackung das meiste Verpackungsmaterial. Setze dich kritisch mit Dirks Aussage auseinander. Naja, wenn wir so eine Pyramide mal anschauen, ja, dann ist die natürlich gerade die Spitze unpraktisch. Da habe ich ja viel Verpackung und hier nur wenig Volumen. Viel Verpackung für wenig Volumen. Besser wäre zum Beispiel eine Dose, so eine Trinkdose oder sowas, weil überall, also stellt euch vor, da wären Ecken und alle Ecken, die ich habe, schneide ich ab. Dann habe ich ja schon sowas. Und wenn ich sage, Ecken abschneiden ist gut, ist natürlich klar, optimal ist was für eine Dose, naja, wenn ich die so machen könnte, eine Runde. Die Kugel ist die optimale Verpackung. Deswegen, wenn ich Flüssigkeit im Weltraum habe oder irgendwas anderes, die Planeten, Sterne und so weiter, die werden natürlich immer kugelförmig, weil sie sich die optimale Form suchen, ja, weil alles andere wäre Quatsch, zieht sich zusammen, geringstmögliche Oberfläche, da entstehen Kugeln. So kann man das Ganze also, ne, mit ein bisschen Text dazu noch, könnt ihr das Ganze gut erklären, kleinen Roman schreiben und dann ist das in Ordnung. Man könnte es auch rechnerisch machen. Und dann würde ich diesen 1 Liter verwenden, also ist egal, ja, das stimmt natürlich, unabhängig davon, ob das ein Liter ist oder nicht. Ich könnte diesen Liter jetzt aber auch verwenden und damit rechnen und einfach mal, nehmen wir zum Beispiel die Pyramide. Ich könnte mal ausrechnen, sagen wir, die Höhe und die Seitenlänge von der Pyramide sind gleich und dann mal ausrechnen, wie groß ist denn die Verpackung. Und dann könnte ich das auch machen für einen Würfel, für den Zylinder und so weiter, für alle möglichen. Und würde dann aber sehr schnell rausfinden, tada, wer hätte es gedacht, optimal ist tatsächlich die Kugel. Bei gegebenem Volumen habe ich da die kleinste Oberfläche. Aber wie ich denke, vorstellungstechnisch ist das auch gut machbar. Stellen wir uns das mal so vor, ja. Und dann sehen wir sofort, hier habe ich aber ganz schön viel Oberfläche. Kann ich nicht was sparen und wegschneiden? Und schon bin ich wieder bei der Kugel. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, entweder allgemein oder für eine schöne Prüfungsvorbereitung. Und damit noch einen schönen Tag.